Assalamu alaikum. Dieses Video ist gewidmet an Leute, die nach der Wahrheit suchen. Das bedeutet entweder Muslime, die ihren Glauben einfach nur stärken wollen, oder Nicht-Muslime, die vielleicht konvertieren wollen und sich denken, boah, hätte ich jetzt ein Zeichen, weil diese Zeichen sind extremst stark. Und es ist nicht nur ein Zeichen. Ich meine, ein Zeichen an sich würde für mich reichen, aber es sind über 30 Zeichen oder 30 Wunder im Koran, die ich hier von TikTok zusammengefasst habe. Inshallah kommt in Zukunft ein weiteres Video, wenn ich genug Wunder angesammelt habe, aber das sollte für den Anfang reichen. Und außerdem habe ich ein extra Wunder eingefügt, was ich nicht auf TikTok hochgeladen habe, und die Kapitelfunktion aktiviert, damit ihr auch ganz schnell zu dem Wunder kommt, das ihr sucht. Hoffentlich aktiviert YouTube diese Funktion und inshallah müsst ihr nächste Woche ein neues Video über die Ehe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauskommen. Deswegen teilt dieses Video hier, liked es und schaut es euch auf YouTube an, nicht auf TikTok, das würde mich mehr supporten. Also ja. Viel Spaß, assalamu alaikum. Eines der krassesten Wunder im ganzen Koran. Und zwar wurde die Maßeinheit Meter auf das genaue Jahr im Koran prophezeit. Ich zeige euch gleich wie. Ihr solltet wissen, Meter gab es ja nicht schon immer. Und zwar hat man damals die Einheit Ellen verwendet. Und zwei Ellen sind ungefähr ein Meter. Diese Einheit gab es schon vor dem Islam, damit keiner von euch irgendwelche Ausreden hat. Auf Arabisch heißt diese Einheit Ellen Dhira'an. Und dieses Wort Dhira'an kommt im ganzen Koran nur ein einziges Mal vor. Jetzt habt ihr wieder keine Ausreden. Es kommt im Kapitel Al-Haqqa vor. Es geht um den Tag, an dem die Ungläubigen ihr Buch auf die linke Hand bekommen. Und zwar sagt Allah, ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ. Das bedeutet, hierauf in einer Kette, deren Länge 70 Ellen ist, fesselt ihn. Nochmal, das ist das einzige Mal, wo das Wort Ellen kommt. Dazu noch 70. 70 Ellen sind genau 32 Meter. Und der Vers ist Vers 32. Allein schon das müsste euch schockieren, das ist 100% kein Zufall, aber können wir noch einen draufsetzen? Ja, das können wir. Wie ich letztens bereits erwähnt habe, gibt es das sogenannte Abjad-System. Hier habt ihr auch keine Ausreden, weil das System gibt es schon bevor es den Islam gab. Und zwar hat jeder Buchstabe einen bestimmten Wert. Zum Beispiel der Buchstabe Elif hat den Wert 1, der Buchstabe Ba hat den Wert 2, der Buchstabe Tha hat zum Beispiel den Wert 500 und so weiter. Das Wort Sab'una Dhira'an haben wir bereits verwendet, das sind hier 70 Ellen. Aber was ist mit dem Satz davor, im selben Vers natürlich? Zum Beispiel der Name Muhammad hat den Wert 92. Wir fügen den Satz ein, drücken auf Einfügen und 1791, was? Aber das ist genau das Jahr, in dem Meter entdeckt wurden. Subhanallah, aber sollte irgendjemand noch denken, dass es Zufall ist, ich habe noch einen dritten, letzten Punkt, der wird euch schockieren. Was passiert eigentlich, wenn wir den Wert vom ganzen Vers berechnen? Das mache ich jetzt mal. Okay, was kommt raus? 3153. Wir wollen uns sicher gehen, ob das mit 70 Ellen vielleicht kein Zufall war, deswegen 3153 kommt raus. Wie viele Meter sind das eigentlich? 1441, okay? Wisst ihr, dass der Vers 1441 im Koran genau der 1791. Vers ist? Wenn ich noch einmal Zufall lese, ich höre auf mit TikTok, wollt ihr mir sagen, dass ein Mann, der nicht mal lesen konnte, was von Metern wusste? Leute, wacht auf. Assalamu alaikum. Der Urknall wird auf das genaueste Jahr im Koran prophezeit. Ich wollte eigentlich eine kurze Pause einlegen, aber dieses Wunder ist einfach zu stark. Wir wissen alle, dass nicht einmal vor 100 Jahren entdeckt wurde, dass sich das Universum ausdehnt. Und wir wissen alle, dass nicht einmal vor 100 Jahren entdeckt wurde, dass das Universum durch eine riesige Explosion entstanden ist. Die nennt sich der Urknall. Und bevor mir hier jemand irgendwas über Zufall sagt, das einzige Mal im ganzen Koran, wo es über die Ausdehnung des Universums geht, ist im Kapitel 51. Vers 47. Hier steht, und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir weiten ihn wahrlich aus. Das alleine ist schon sowas von krass, dass vor 1400 Jahren etwas drinsteht, was erst neulich entdeckt wurde. Das müsste euch schon zum Nachdenken bringen, aber es gibt noch was. Ich sag's nochmal, das einzige Mal, wo es über die Ausdehnung des Universums geht. Und dieser Vers hat exakt 29 Buchstaben. Und es wurde genau im Jahr 1929 entdeckt, dass sich das Universum ausbreitet. Das alleine sollte schon jeden schockieren, aber ich setze noch einen drauf. Im Koran wird auch ein einziges Mal über den Urknall, also über den Big Bang gesprochen. Und zwar im Kapitel 21, Vers 30. Und zwar, hier steht drin, sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren. Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Das Erstaunlichste kommt gleich, aber auch dieser Vers ist an sich sowas von stark. Vor 1400 Jahren steht etwas, was neulich entdeckt wurde. Schaut mal, jetzt kommt das Schockierendste am Ganzen. Im Arabischen hat jeder Buchstabe einen Wert, das ist das Abjad-System. Nebenbei, das gibt es schon seit über 1000 Jahren. Als Beispiel, Elif hat den Wert 1, Ba hat den Wert 2, Dal hat zum Beispiel den Wert 700 und so weiter.
hier ist die Tabelle. Genau dieser Satz, der den Urknall beschreibt. Sie waren eine zusammenhängende Masse und wir haben sie getrennt. Der Satz, der den Urknall beschreibt. Was ist der Wert von diesen Buchstaben im Satz? Zum Beispiel, ich schreibe den Namen Mohammed rein und der hat genau 92 als Wert. Wir kopieren jetzt genau diesen Satz, fügen ihn ein, drücken auf Go und es kommt genau 1929 raus. Und so ein wichtiges Ereignis wurde in dem Jahr entdeckt. Ein Wunder im Koran über Jesus. Herr Jesus? Ja, richtig. Wir Muslime glauben an Jesus. Du kannst eigentlich kein Muslim sein, wenn du nicht an Jesus glaubst. Deswegen sicherlich was Interessantes für die Christen auch. Im Koran werden wir oft als Bani Adam bezeichnet, übersetzt Kinder Adams. Und warum? Weil wir alle die Kinder von Adam a.s. sind. Kapitel 61, Vers 5. Schaut mal, hier steht drinnen, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Was heißt das? Das bedeutet, als Moses zu seinem Volk gesagt hat. Und wie spricht Moses sein Volk an? Er sagt, يَا قَوْمِ. Das bedeutet, O mein Volk. Ihr solltet wissen, dass Moses und Jesus zum selben Volk gesandt worden sind, und zwar Bani Israel, die Kinder Israels. Ein Vers danach kommt etwas Ähnliches, nur dass es jetzt um Jesus geht. Und zwar steht hier drin, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ. Das heißt, als Jesus, Sohn Marias, gesagt hat. Aber Jesus hat sie anders angesprochen. Jesus hat gesagt, يَا بَنِي إِسْرَائِيل. Er hat nicht gesagt, O mein Volk. Er hat gesagt, O Kinder Israels. Aber warum sagt er das und Moses sagt, O mein Volk? Also, es waren beide Propheten. Beide waren Gesandte und beide wurden zum selben Volk geschickt. Warum sagt der eine das und der andere das? Jetzt kommt's. In der arabischen Tradition ist es so, wenn du zu einem Volk gehörst, muss dein Vater auch von diesem Volk gewesen sein. Moses, also Musa a.s. sagt, ja, Qaumi, weil sein Vater zum selben Volk gehört hat. Und zwar Bani Israel, Kinder Israels. Und wartet mal, Jesus hat keinen Vater. Subhanallah. Und erstaunlich ist, im ganzen Koran wirst du niemals finden, dass Jesus zum Volk sagt, mein Volk, weil er keinen Vater hat. Aber bei Moses ist es nicht so. Wie kann man da noch sagen, dass dieses Buch von einem Menschen geschrieben wurde? Nicht mal so ein kleiner Fehler unterläuft Allah. Erstaunliche Wunder im Koran. Ohne viel zu reden, zeige ich euch gleich die ganzen Wunder und ihr werdet erstaunt sein. Ihr werdet sehen, worauf ich hinausgehe. Wir fangen mit dem ersten an. Kapitel 11. Dieser Vers redet über die Frau vom Prophet Ibrahim a.s. Sie heißt Sarah. Da steht drinnen, seine Frau stand dabei. Sie lachte und da verkündeten wir ihr Ishaq und nach Ishaq Jakob. Das heißt, Allah hat ihr praktisch Ishaq und Jakob geschenkt. Kennt ihr vielleicht unter Isaac und Jakob. Im selben Vers steht drin, seine Frau lachte. Und was heißt Ishaq auf Hebräisch? Der Lachende. Im selben Vers steht drinnen, und nach Ishaq kommt Jakob. Nach Ishaq. Und Jakob, also Jakob, heißt auf Hebräisch der, der nach jemandem kommt. Also praktisch der Nachfolger. Merkt ihr, wie faszinierend solche Wunder eigentlich sind? Aber es gibt noch viel mehr davon. Kapitel 19, Vers 2. Hier steht drinnen, Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Übersetzt heißt es, diese Versen sind zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn zu seinem Diener Zakariya. Also Zakaria, glaube ich, spricht man den aus. Sind zum Gedenken. Und was bedeutet der Name Zakaria auf Hebräisch? Gott gedenkt oder Gott erinnert. Subhanallah, so krass eigentlich. Und es gibt noch mehr. Kapitel 2, Vers 127. Schaut mal, das finde ich sehr krass. Und als Ibrahim, also Abraham, die Grundmauer des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, also Ismail, da beteten sie, unser Herr, nimm von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Also Allhörende und Allwissende. Wir konzentrieren uns aber nur auf Allhörende. Und Ismail bedeutet auf Hebräisch derjenige, der hört. Schaut mal, wie krass das ist. Wie krass ist sowas? Wer hätte überhaupt an sowas gedacht? An sowas hat man damals nicht einmal gedacht. Ich habe noch ein letztes für euch. Kapitel 27. Der Vers ist etwas länger, deswegen sage ich nur den Part. Und zwar steht hier drinnen, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, aber ich ergebe mich. Eslemtu heißt, ich ergebe mich. Und Sulaiman a.s., also Solomon, heißt auf Hebräisch der Ergebene. Teilt das Video und folgt mir gerne auf YouTube. Ich garantiere euch, dieses Video wird sogar die Nicht-Muslime unter euch schockieren. Ein echt krasses Wunder im Koran. Jeder von euch kennt in Mekka die Kaaba. Sie befindet sich in Masjid al-Haram. Im Kapitel 9, Vers 28, hier wird dieser Ort beschrieben, El-Masjid al-Haram. Dann gibt es eine andere Moschee, und zwar Masjid al-Aqsa. Und die wird im Koran nur ein einziges Mal erwähnt, und zwar hier. Kapitel 17, Vers 1. Und als Bestätigung kommt im selben Vers nochmal Masjid al-Haram vor. Nun, was will ich sagen? Zählt man die Verse zwischen Masjid al-Haram und Masjid al-Aqsa, hat man genau 767 Verse. Also hier haben wir Al-Aqsa-Moschee, die zweite halt. Und bis zu Mekka sind es genau
767 Meilen. Zwischen den zwei Moscheen im Koran sind genau 767 Verse. Ist das ein Zufall? Ein Wunder im Koran, das so genau ist, dass es einfach Angst macht. Heute geht es um die Sonne. Übrigens, falls irgendjemand von euch Zweifel an Gott hat, soll er mein YouTube-Video schauen. Ich habe ein Video gemacht über Leute, die Zweifel an Gott haben. Das würde mich wirklich freuen. Das erste Mal, wo das Wort Shams, also Sonne, im ganzen Koran vorkommt, ist in der Sura Baqarah. Übersetzt heißt es das Kapitel Die Kuh, im Vers 208. Das ist übrigens die längste Sura und die hat auch richtig viele Wunder. Und das letzte Mal, wo das Wort Sonne vorkommt, ist im Kapitel Shams, also die Sonne. Bis jetzt denkt man sich dabei nichts. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man die Versen vom ersten Wort bis zum letzten Wort Sonne zählt? Oft lese ich Leute, die schreiben, die Muslime reimen sich irgendwas zusammen, damit es mit den Zahlen passt im Koran. Aber ich zähle gerade einfach nur das erste Mal bis zum letzten Mal, wo das Wort Sonne vorkommt. Nichts Kompliziertes. Es sind genau 5778 Versen dazwischen. Ihr könnt selber nachzählen. Das Schockierende ist aber, dass es die exakte Temperatur der Sonnenoberfläche ist. Wie ist das bitte möglich? Der Koran wurde mündlich überliefert. Was gesagt wurde, konnte nicht zurückgenommen werden. Ein weiteres schockierendes Wunder im Koran, das so präzise ist, dass es einfach Angst macht. Heute geht es wieder mal um Eisen. Das Wort Eisen, arabisch Hadid, wird im ganzen Koran exakt 5-mal erwähnt. Das erste Mal im Kapitel 17, Vers 50. Und das 5. Mal im Kapitel Hadid, also Eisen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Bei der 4. Erwähnung gibt es aber einen kleinen Unterschied. Und zwar wird beim 4. Mal über weiches Eisen gesprochen, also praktisch geschmolzenes. Ich betone es nochmal, nur hier zählt man vom ersten Wort Eisen bis zu diesem Wort, weiches Eisen praktisch. Wisst ihr, was man da erhält? Dazwischen sind genau 1538 Versen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dann zählt selber nach. Das ist die exakte Temperatur, bei der Eisen anfängt zu schmelzen. Kann man da noch sagen, das ist Zufall? Noch was Interessantes. Einer hat gesagt, ab dem Wort bis zum Ende der Sura sind es genau 2863 Buchstaben. Ich habe es nicht überprüft. Ungefähr bei der Temperatur fängt Eisen an zu sieden. Teilt das Video. Ein schockierendes Wunder im Koran, das zeigt, dass dieses Buch von einem Gott sein muss. Das Wunder ist echt krass. Schaut mal, das Wort Silber wurde in der Form Al-Fidda im ganzen Koran genau 2-mal erwähnt. Einmal im Kapitel 3, Vers 14, hier ist das Wort. Und zwar wurde es hier in Verbindung zur Liebe des Mannes für Frauen, Schmuck, Kinder und so weiter erwähnt. Das zweite Mal im Kapitel 9, Vers 34. Und subhanallah, diesmal wurde Silber in Verbindung zur Hitze von der Hölle erwähnt. Die Hitze. Wisst ihr, warum ich Hitze sage? Weil zählt man vom ersten Wort Silber bis zum zweiten Wort Silber, das Wort kommt nur 2-mal vor. Das heißt, es kann kein Zufall sein. Würde es 100-mal vorkommen und ich suche mir irgendein Wort aus, dann vielleicht. Aber so ist es kein Zufall. Es sind exakt 962 Verse dazwischen. Und das ist die Schmelztemperatur von Silber, subhanallah. Also wir hatten das mit Eisen, wir hatten das mit der Sonne, wir haben das jetzt mit Silber. Was will man noch, um zu glauben, Leute, bitte? Ein Vers früher oder später und es würde keinen Sinn ergeben. Folgt mir auf YouTube. Zwei erstaunliche Wunder im Koran über Wasser, die uns zeigen, dass der Koran nicht von einem Menschen kommen kann, sondern von einem Gott. Beide sind echt erstaunlich. Ganz kurz, schaut auf YouTube vorbei, da habe ich ein sehr informatives und wichtiges Video über LGBT veröffentlicht. Es würde mich sehr freuen, da auf YouTube. Das erste Wunder ist im Kapitel 21, Vers 30. Hier kommt der Koran mit einer gewaltigen Aussage. Und zwar steht drinnen, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ. Das heißt, wir haben alles Lebendige aus Wasser erschaffen. Vor 1400 Jahren in einer Wüste, ohne Wissenschaft. Wer hätte es unsere Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, geglaubt? Noch erstaunlicher finde ich, dass gleich danach steht, أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Das bedeutet, wollen sie denn nicht glauben? Es ist so, als würde jemand zu dir sagen, ist das nicht Beweis genug für dich? Willst du immer noch nicht glauben? Und jemand, der sich nicht sicher ist bei einer Sache, würde so eine Aussage niemals tätigen. Und was wissen wir mit der fortgeschrittenen Technologie? Jeder Organismus besteht aus Wasser, subhanallah. Das zweite Wunder ist auch sehr, sehr stark. Wir wissen ja, dass das Wort Wasser auf Arabisch Meh im Koran sehr oft vorkommt. Aber jetzt kommt's. Im Kapitel 47, Vers 15. Hier steht drinnen Meh en Hamime, das bedeutet kochendes Wasser. Und dieser Ausdruck wird nur ein einziges Mal im ganzen Koran verwendet. Ich betone es, ein einziges Mal. Merkt euch das, kochendes Wasser einmal. Gänsehaut, weil es die ganze Zeit ums Paradies geht und am Ende wird's mit dem Höllenfeuer verglichen. Kochendes Wasser, das die Gedärme zerreißt, wird zum Trinken gegeben. In dem Kapitel 44, Vers 45. Hier steht drinnen, Kel muhl yaghli fil butun. Das bedeutet, wie siedendes Öl wird es in den Bäuchen kochen. Das Krasse ist, im nächsten Vers steht auch noch, wie das heiße Wasser kocht. Und dieses Wort yaghli für kochen wird auch nur ein einziges Mal im ganzen Koran verwendet. Wisst ihr, was so erstaunlich ist?
Zählt man die Verse zwischen diesem Vers hier, es kocht, und dem Vers kochendes Wasser, die nur einmal vorkommen, was denkt ihr, hält man? Wir kommen genau auf 100 Verse, die dazwischen sind. Und das ist die exakte Temperatur, bei der Wasser anfängt zu kochen. Wie deutlich will man es noch haben? Das ist so, als würde Allah zu uns sagen, das Wasser kocht ab einer Temperatur von 100. Das ist so schön kodiert. Also wir hatten das mit Eisen, wir hatten das mit Silber, wir hatten das mit der Sonnenoberfläche, jetzt haben wir das mit Wasser. Was will man noch, um zu glauben? Sind das alles Zufälle? Wenn es um einen Vers verschoben wäre, würde das ganze Wunder überhaupt keinen Sinn ergeben. Bisher eines der krassesten Wunder im ganzen Koran. Heute geht es um eine Vorhersage im Koran, sowas habe ich noch nie gepostet. Und zwar über den Mond. Der Mond ist die Sura 54. Auf Arabisch Al-Qamar. Iqtarabat al-Sa'at wa inshaqqa al-Qamar ist der erste Vers. Die Stunde ist nahegekommen und der Mond hat sich gespalten. Das ist der erste Vers und die Sura 54. Das krasse ist, man hat den Mond um 17.54 Uhr verlassen. Sura 54. Jetzt wird's krasser. Jeder hat wann anders eine andere Zeit, deswegen muss man es in die relative Zeit umwandeln. Dann ist es 1 Stunde 54 Minuten. Genau nach der Stunde in der 54. Minute. Wenn das nicht reicht, wird euch das jetzt schockieren. Fangen wir ab dem Vers zu 10 an, bis zum Ende vom ganzen Koran. Sind das genau 1389 Versen. Ihr denkt euch, was heißt das jetzt? Wir ändern diese islamische Jahreszeit zu unserer Jahreszeit. 1389 ist genau das Jahr 1969. Und wann war die Mondlandung? Subhanallah. Bitte folgt meinem YouTube-Kanal. Ein erstaunliches Wunder im Koran über die Biene. Ich erkläre es sehr einfach, weil es beim letzten Mal sehr viele nicht verstanden haben. Und zwar gibt es weibliche Bienen, männliche Bienen und die Königin. Die weiblichen Bienen machen die gesamte Arbeit. Das bedeutet, sie pflegen den Bienenstock, sie schaffen Nahrung an und sie füttern die männlichen Bienen und die Königin. Die Königin ist grundsätzlich da, um Eier zu legen, damit neue Bienen entstehen. Und die männlichen Bienen sind nur da, damit sie die Königin befruchten, subhanallah. Das heißt, sie leben, befruchten die Königin und sterben dann. Und sie werden die ganze Zeit von den weiblichen Bienen gefüttert. Das heißt, wir wissen jetzt, dass die männlichen Bienen die Arbeit nicht machen. Die weiblichen Bienen sind es, die die Nahrung anschaffen und so weiter. Und das wissen sehr viele Leute 2021 nicht, obwohl man es so simpel herausfinden kann. Und dann will mir jemand sagen, vor 1400 Jahren hat man das so easy gewusst. Kapitel 16 im Koran heißt An-Nahl, also die Biene. Vers 68 steht drin, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. Das bedeutet, Allah hat der Biene eingegeben. Wir sagen, dieser Instinkt von der Biene kam nicht einfach so aus dem Nichts, sondern den hat Allah ihr eingegeben praktisch. Sie soll sich in den Bergen Häuser nehmen und so weiter. Im nächsten Vers steht drinnen, iss von den Früchten, und später steht drinnen, aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben. Das bezieht sich auf Honig natürlich. Aus ihren Leibern, ich sag mal aus ihrem Bauch, damit ihr es einfacher versteht. Aber Allah verwendet für das Wort Bauch Botoniha. Erstaunlich ist, das Wort kann man nur zu einem weiblichen Geschlecht sagen, zu einem männlichen wäre es Botnihi. Und Kulli heißt auch Is, aber nur zum weiblichen, Kull wäre das männliche. Das bedeutet, Allah beschreibt genau die Aufgabe der weiblichen Bienen und sagt dazu, dass das die weiblichen sind. Nicht mal so ein kleiner Fehler passiert im Koran. Folgt mir auf YouTube, ich habe ein Video hochgeladen für Leute, die Zweifel haben. Ein Wunder, das beweist, dass der Koran wirklich von einem Gott sein muss. Sura 18 nennt sich Surat al-Kahf. Übersetzt heißt es die Höhle. Am Anfang wird die Geschichte der Freunde der Höhle erzählt. Sie haben sich vor ihrem Volk in einer Höhle versteckt und haben dort ungefähr 300 Jahre geschlafen. Wir Muslime glauben, dass das wirklich auch genauso passiert ist. Aber erstaunlich ist, dass ihre Geschichte in genau 18 Versen beschrieben wird. Und es ist Sura 18, also Kapitel 18. Haltet euch fest, jetzt kommt was Krasses. Hier steht, وَلَبِثُ فِي الْكَهْفِ ثَلَاثَ مِئَةِ سِنِينٍ وَزْدَادُ تِسْعَ. Das heißt, hier wird gesagt, sie haben 300 Jahre dort geschlafen. Plus 9. Allah sagt nicht, sie haben 309 Jahre geschlafen, er sagt 300 plus 9. Aber warum? Zählt man von Anfang der Sura, merkt man, dass das 309. Wort genau dieses Wort ist, 300 plus 9. Wie ist das überhaupt möglich? Noch was Krasses. Man sagt, dass dieses Volk nach dem Sonnenkalender gelebt hat. Es ist erstaunlich zu wissen, dass der 300. Tag im islamischen Kalender genau der 309. Tag im Sonnenkalender ist. Beide wurden einbezogen. Wunder im Koran, die niemand leugnen kann. Heute geht es um die Sura Al-Masad. Eine der kürzesten Suren im Koran. Teilt das Video, damit ihr auch Hasanat gewinnt, inshallah. Bevor jemand sagt, dass es ein Zufall ist, will ich eine Sache feststellen. Erstens, der Koran wurde mündlich überliefert. Das bedeutet, man hat sich nicht gedacht, okay, jetzt zähle ich mal, wie viele Wörter das hat und so weiter. Zweitens, die Sura wurde in einer speziellen Situation offenbart. Das bedeutet, es musste erst was passieren, damit die Sura herabgesandt wird. Jetzt kommen wir zum Wunder. Das ist Sura 111 und sie hat 5 Versen. Merkt ihr da was? 2 ungerade Zahlen. Wir machen weiter. Schaut mal, wie viele Buchstaben jeder Vers hat. 15, 19, 15, 17, 15. 15 kommt dreimal vor, was auch eine ungerade Zahl ist. Surat al-Masad. Masad hat 5 Buchstaben, auch ungerade Zahl. Machen wir weiter.
Insgesamt hat die Sura 23 Wörter und 81 Buchstaben. Ist es wieder ein Zufall? Wieder zwei ungerade Zahlen. Vom ganzen arabischen Alphabet werden nur 21 Buchstaben benutzt. Auch eine ungerade Zahl. Teilt das Video, damit ihr auch Ajr kriegt. Ein erstaunliches Wunder im Koran. Dieses Wunder ist so stark, aber zur gleichen Zeit auch so simpel, dass es wirklich jeder von euch verstehen wird. Vor 1400 Jahren gab es die Schlacht von Badr. Da haben die Quraysh praktisch ihre Armee zusammengestellt und wollten die Muslime angreifen. Das Wichtige ist, Muhammad s.a.w. hat 313 Muslime versammeln können, die gegen die Quraysh kämpfen würden. 313. Das allein ist an sich schon krass, dass wir vor 1400 Jahren so zuverlässige Quellen haben, dass wir wissen, wie viele Muslime einfach teilgenommen haben. Noch was Wichtiges, es waren dreimal so viele Gegner, also um die 900, und die Muslime waren nicht gut ausgestattet. Stellt euch das mal vor. Jetzt kommt das Wunder. Wir haben gesagt, es waren 313 Muslime. Allah redet im Koran über die Schlacht, nachdem sie passiert ist. Er gibt praktisch so ein Statement ab. Wie gesagt, Verse und Kapitel gab es zum Zeitpunkt nicht, wo der Koran offenbart wurde, weil man ihn nicht aufgeschrieben hat. Man hat ihn mündlich überliefert. Das Erstaunliche ist, der Vers ist Vers 3.13 und es gab 313 Muslime, subhanallah. Ein Video gegen Zweifel ist auf YouTube. Ein Wunder im Koran, das uns zu 100% bestätigt, dass nicht einmal ein einziger Vers verloren gegangen ist, seitdem es den Koran gibt. Ich zeige euch wie. Bevor ich euch das Wunder zeige, schauen wir uns die Aussage von Allah an, was praktisch auch ein Wunder ist. Und zwar sagt Allah Ta'ala im Kapitel 15, Vers 6, gewiss, wir sind es, die die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich Hüter über sie sein. Das bedeutet, Allah hat den Koran offenbart und er wird ihn beschützen. Das allein ist schon so ein krasses Wunder, weil der Koran, seitdem es ihn gibt, unverfälscht ist. Das heißt, sogar wenn wir zur Zeit von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam leben würden und dort den Koran rezitieren würden und einen Fehler machen, er hätte uns verbessert. Kein einziges Wort ist verloren gegangen. Und es gibt Fundstücke von Teilen vom Koran, die uns zeigen, dass der Koran exakt gleich geblieben ist. Und jetzt, es geht ja um den Koran, also schauen wir uns im Koran an, wo das erste Mal das Wort Koran erwähnt wurde. Im Kapitel 2, Vers 185, hier ist das Wort, Al-Quran. Und die letzte Erwähnung ist im Kapitel 84, Vers 21, hier ist wieder das Wort, Al-Quran. Schreiben wir uns die beiden Erwähnungen auf, also 2, 185 und dann 84, 21. Wir schreiben das als ganze Zahl hin. Und subtrahieren die untere Zahl von der oberen, also einfach nur Minus rechnen. Was erhalten wir? 6226. Falls ihr es nicht wusstet, der Koran hat exakt 6226 Verse. Und das Krasse ist, wenn das um ein Vers verschoben worden wäre, dann würde das ganze Wunder überhaupt keinen Sinn ergeben. Salam alaikum. Ein faszinierendes Wunder im längsten Kapitel des Korans. Das längste Kapitel im Koran heißt Al-Baqarah, übersetzt die Kuh. Ich finde einen Vers sehr, sehr faszinierend. Der Vers zeigt uns, was für ein krasses Wunder eigentlich der Koran ist. Und zwar ist es Vers 143. Hier steht drinnen, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und übersetzt heißt es, und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Der Mitte. Und was ich so verblüffend finde, ist, dass dieses Kapitel genau 286 Versen hat. Und dieser Vers ist genau der Vers 143. Und das ist exakt die Hälfte. Das heißt, der Vers ist ausgerechnet in der Mitte vom Kapitel. Was das Ganze noch verblüffender macht, ist, dass der Koran damals mündlich überliefert wurde. Das heißt, es gab nicht sowas wie, hey, kennst du noch Vers 210 oder sowas? Nein, das gab's nicht. Der Koran wurde auswendig gelernt und nach dem Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde er aufgeschrieben. Es gab keine Versen. Folgt mir auf YouTube. Wunder im Koran, die niemand leugnen kann. Wie viele Suren hat der Koran? 1, 2, 3. Meine Schwester hat 117 gesagt. Der Koran hat 114 Suren. Was ist die Mitte von 114? 57. Was hat die Erde in der Mitte? Einen Kern. Aus was besteht dieser Kern? Aus Eisen, zum Großteil aus Eisen. Die mittlere Sura, also Sura 57, heißt Al-Hadid, also Eisen. In dieser Sura, in Vers 25, steht drinnen وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ. Das bedeutet, wir haben Eisen herabgesandt. Das Wort أَنْزَلْنَا bedeutet herabgesandt. Damals hat man gesagt, okay, vielleicht ist es metaphorisch oder so gemeint, nicht wirklich herabgesandt, aber erst mit der neuen Technologie weiß man, dass Eisen vor Millionen Jahren auf die Welt herabgesandt wurde. Und nun stellt euch vor, es würde irgendein Wort wie gepflanzt oder so draufstehen. Das würde dem ganzen Koran widersprechen. Seht ihr, wie präzise Allah sich ausdrückt? Wunder im Koran, die niemand leugnen kann. Heute geht es um unseren Propheten Nuh, den viele unter Noah kennen. Der zweite Vater der Menschheit. Sura 71 heißt Nuh und sie hat 28 Versen. 71 minus 28 ist 43. Die Differenz ist also 43. Erstaunlicherweise, und bitte sagt mir jetzt nicht, das ist Zufall, sonst schaut euch meine anderen Videos an. Erstaunlicherweise kommt das Wort Nuh, also Noah, im ganzen Koran
genau 43 Mal vor. Zufall? Jetzt wird's noch krasser. Die Sura ist ja Sura 71. Nach dieser Sura gibt es 43 weitere Suren. Und keine von denen beinhaltet das Wort Nuh. Und das Krasse ist, davor gibt es auch 43 Suren, die das Wort Nuh nicht beinhalten. Jetzt wird's richtig verrückt. Wir haben gesagt, Surat Nuh hat 28 Versen. Wisst ihr was? Genau 28 Suren im ganzen Koran erwähnen den Namen Nuh. Ich verliere die Hoffnung, wenn jetzt noch einer schreibt, das ist ein Zufall. Liked für Part 2. Es gibt eine Verse im Koran, die nennt sich der Thronvers, auf Arabisch Ayatul Kursi. Das ist die stärkste Verse im ganzen Koran. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Verse an sich ein Wunder ist. Im Prinzip teilt sich dieser Vers in 9 Sätzen auf, also 9 Parts haben wir hier. Was viele aber nicht wissen, ist, dass diese Parts gespiegelt sind sozusagen. Ich erkläre euch, was ich meine. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, der Lebendige, der Beständige. Das ist der erste Satz. Spiegelt sich mit dem letzten Satz. Er ist der Erhabene und der Allgewaltige. Zwei Namen, zwei Namen. Zweiter Satz. In ihr bekommt weder Schlummer noch Schlaf. Er wird nicht müde. Vorletzter Satz. Und ihre Behütung fällt ihm nicht schwer. Das arabische Wort ist Ya'uduhu. Das bedeutet, er wird nicht müde davon. Zweimal müde. Ihm gehört alles, was in den Himmel und auf Erden ist. Sein Thron umfasst Himmel und Erden. Stellt euch das vor. Keiner kann bei ihm Fürsprache einlegen, außer mit seiner Erlaubnis. Sie umfasst nichts von seinem Wissen, außer was er will. Und der mittlere Vers, er weiß, was vor ihm und was hinter ihm ist. Der Koran wurde damals mündlich überliefert von jemandem, der weder schreiben noch lesen konnte, vor 1400 Jahren von einem simplen Hirten. Wacht auf, Leute! Schockierendes Wunder im Koran über den Mond. Es würde mich wirklich interessieren zu wissen, was Nicht-Muslime zu meinen Videos sagen oder ob sie euch generell zum Nachdenken gebracht haben. Schreibt es mir in die Kommentare. Also das Wort Mond wurde im Koran 27 Mal erwähnt. Was ich aber anmerken will, der Koran wurde mündlich überliefert. Das heißt, was gesagt wurde, konnte nicht mehr zurückgenommen werden. Der Koran wurde erst viel später zu einem Buch verfasst. Das heißt, damals hat man ihn nur mündlich überliefert. Man hat nicht irgendwie zählen können, die Wörter oder so. Also 27 Mal wurde das Wort Mond erwähnt. Schockierend ist, dass der Mond 27% von der Größe der Erde einnimmt. Aber das war noch nicht alles. Der Mond dreht sich um die eigene Achse und das dauert genau 27,3 Tage. Das alleine schon krass, es gibt heutzutage noch Leute, die nicht einmal wissen, dass sich der Mond um die eigene Achse dreht. Aber 27,3, was ist dieses Komma 3? Der Mond wurde einmal extra erwähnt in Form von einem Halbmond. Nur einmal, das heißt 28 Mal wurde er insgesamt erwähnt. Und diese 28 sind von den 27 genau 0,3%. Also kommt man auf 27,3. Das Geheimnis von Honig und Bienen im Koran. Das einzige Mal im ganzen Koran, wo das Wort Honig vorkommt, ist in der Sura Muhammad. Hier ist das Wort Asal. Und was sehr krass ist, in diesem Vers, der Vers ist auch lange, in diesem Vers kommt das Wort Wasser zweimal vor. Hier und hier. Ich will euch erinnern, das ist das einzige Mal, wo das Wort Honig vorkommt. Vom ersten Wort Wasser bis zum Wort Honig sind es genau 17 Buchstaben. Damit keiner sagen kann, das ist Zufall, schaut mal, da kommt ja ein zweites Mal Wasser vor. Und zwar hier. Zählt man auch hier bis zum Wort Honig, sind es auch 17 Buchstaben. Das heißt 17 Buchstaben davor und 17 Buchstaben danach. Erstaunlich ist, dass man weiß, dass 17% Wasser im Honig enthalten ist. Damals hätte man nicht mal gedacht, dass Wasser im Honig drin ist. Noch was Schockierendes. Männliche Bienen haben 16 Chromosomen und weibliche haben 16 Chromosomenpaare. Und die wichtigste Biene, und zwar die Königin, braucht 16 Tage, bis sie schlüpft. Das 16. Kapitel im Koran ist das Kapitel Biene. Bitte, soll das Zufall sein? Der Koran ist unverändert, seitdem es ihn gibt. Wunder im Koran, die ihr gehört haben müsst. In Sura 33, Vers 4. Und jetzt passt auf. Zuerst auf Arabisch, Majalallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Das heißt, Allah hat keinem Mann zwei Herzen in seinem Inneren gemacht. Wisst ihr, was ich sehr interessant und schockierend finde? Hier wird das Wort Rajul benutzt, also Mann. Offensichtlich, wen wird Allah nicht meinen? Die Frauen. Er hätte beispielsweise einen Menschen schreiben können, aber er hat ausgerechnet Mann geschrieben. Was noch schockierender ist, die restliche Passage handelt über Frauen. Aber ausgerechnet hier wird der Mann erwähnt. Und was noch krasser ist, Allah bezieht sich auf das Innere, also auf das Innere des Körpers. Eigentlich ist es im Koran so, immer wenn ein Herz erwähnt wird, wird eigentlich die Brust erwähnt, weil das Herz ist ja in der Brust. Aber ausgerechnet hier sagt Allah im Inneren, nicht in der Brust. Und nur für Männer. Erstaunlich ist, wenn eine Frau schwanger ist, trägt sie ein Baby in sich. Und dann hat sie eigentlich zwei Herzen in ihrem Körper. Nicht in der Brust, im Körper. Subhanallah. Wie detailliert die Sprache. Folgt meinem YouTube-Kanal. It had to be hit with a broom to be knocked out of it. Zum Thema habe ich etwas richtig Krasses herausgefunden. In den Kommentaren gibt es alle möglichen Theorien, weshalb diese Vögel schweben. Was ich krass finde, keine Theorie erklärt das genau. Man sieht, dass diese Vögel an nichts festhalten. Schaut euch mal, was der Koran dazu sagt. Zweimal nimmt Allah zu diesem Thema Stellung. Und zwar einmal in Surat al-Mulk und einmal in Surat al-Nahl, also die Biene auf Deutsch. Wir schauen uns Surat al-Nahl an. Surah 16, Vers 79. Alam yaru ila at-tayri musakhkharatin. Sehen Sie nicht die Vögel, die im Luftraum, Taskhir heißt sowas wie festgenagelt sind?
was du ihm sagst, sind Musakha. Das heißt, in dem Luftraum, niemand hält sie fest außer Allah. Es gibt aber noch was Krasses. Und dann sagt Allah, für das ist ein Zeichen für ein Volk, das glaubt. Also Leute, für euch soll das wirklich ein Zeichen sein. Ich blende euch oben ein Video ein. Sie sagt, dass die Vögel praktisch einen eingebauten Navigator haben, weil sie wissen, wann genau, zu welcher Zeit, wo sie hinfliegen müssen. Von alleine, komplett instinktiv, sind das keine Zeichen. Supportet mich auf YouTube. Zwei erstaunliche Wunder im Koran, die zeigen, dass das Buch von einem Gott sein muss. Die sind in der Sura Al-Qiyamah, das heißt die Auferstehung. Richtig, so ein Kapitel gibt es, da redet Allah über die Auferstehung, also über den Weltuntergang praktisch. Ganz kurz, bitte schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich habe ein Thema über LGBT im Islam veröffentlicht. Es würde mich sehr freuen und ihr würdet auch was dazulernen. Gleich am Anfang, wo Allah auf den jüngsten Tag schwört, kommen zwei krasse Verse. Übersetzt meint der Mensch, dass wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden, doch wir haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen. Das erste Wunder in den Versen ist schon krass. Nicht einmal Zwillinge haben dieselben Fingerabdrücke, sie haben die gleiche DNA, aber nicht dieselben Fingerabdrücke. Und Allah sagt sogar, die Fingerspitzen kann er zurechtformen. Vor 1400 Jahren. Jetzt kommt was richtig krasses. Diese zwei Versen, worüber handeln sie? Knochen. Was passiert, wenn man diese zwei Versen in Surat al-Fatiha einsetzt? Die erste Sura, also der Schlüssel des Korans. Ayahsabu fängt mit einem Elif an. Zählen wir, wie oft der Elif vorkommt. Dann kommt Yeh. Zählen wir, wie oft Yeh vorkommt. Und so weiter. Die zwei Versen reden über Knochen. Es kommt genau 206 raus. Ein Mensch hat genau 206 Knochen. Bitte folgt meinem YouTube. Ein faszinierendes Wunder im Koran. Der Koran hat nicht nur mathematische und wissenschaftliche Wunder, sondern auch sprachliche Wunder. Das hier finde ich richtig verblüffend. Vor allem zeigt es, dass dieses Buch nicht von einem Menschen verfasst worden sein kann. Kurz noch, bitte folgt mir auf YouTube. Morgen kommt ein interessantes Video über LGBT. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Propheten vorstellt, erklärt er seinen nicht-arabischen Namen mit einem arabischen Wort. Ich zeige euch, was ich meine. Als die Frau von Abraham, also Ibrahim a.s. von ihrem Kind gehört hat, sie heißt Sarah, hat sie gelacht. Sie lachte und wir verkündeten ihr Ishar. Und der Prophet Ishar, also Isaac auf Hebräisch, heißt der Lachende. Noch krasser, im selben Vers steht, وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ. Übersetzt heißt es, nach Isaac kommt Jakob. Das Krasse ist, Jakob heißt sowas wie der Nachfolger oder wie jemand, der hinter ihm steht. Und im Arabischen wird extra das Wort Wara'i benutzt. Subhanallah. Noch ein krasses in Surat Maryam. ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ Zakaria. Diese Versen sind zum Gedenken an Zakaria. Und Zakaria bedeutet derjenige, der erinnert. Subhanallah, es gibt noch viel mehr, aber ich habe leider nicht genug Zeit, nur 60. Erstaunliche Wunder im Koran. Heute geht es um ein Wunder über den Menschen in der Hölle. Weil es auch zu dem Thema passt, habe ich mein erstes YouTube-Video über die Hölle hochgeladen. Das ist eine Erinnerung an die Hölle. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr auf YouTube geht und ein wenig Support da lässt. Das ist mein erstes Video und ich habe mir Mühe gegeben. Ihr braucht nur auf mein Profil zu klicken und dann auf YouTube. Dort erzähle ich über Geschichten und so. Sura 4, Vers 56. Allah sagt, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا. Das bedeutet, die Leute, die Allahs Zeichen verleugnen, die werden einem Feuer ausgesetzt sein. Einfach gesagt, die gehen in die Hölle. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ. Allah sagt, jedes Mal, wenn die Haut durchgebrannt ist, wird sie durch eine neue ersetzt, damit sie die Strafe spüren. Und subhanallah, was wurde neulich entdeckt? Wenn die Haut einer Person durchgebrannt ist, dann spürt sie keinen Schmerz mehr. Und warum? Weil die Nerven schon beschädigt wurden und man dadurch keinen Schmerz mehr spüren kann. Sowas sollte ein einfacher Mensch vor 1400 Jahren gewusst haben. Teilt das Video und bitte supportet mich auf YouTube, das würde mich echt freuen. Danke. Salam. Erstaunliche Wunder im Koran. Heute geht es um den Propheten Isa, also Jesus und Adam. Sura 3, Vers 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Hier vergleicht Allah Jesus mit Adam. Wieso macht das Allah? Denkt mal logisch nach. Die Christen sagen, dass Jesus ein Gott ist. Ein Grund, weil er keinen Vater hat. Aber was ist mit Adam? Er hat weder Mutter noch Vater. Komisch. Aber jetzt kommt gleich das Krasse. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah hat beide aus Erde erschaffen und er hat einfach nur gesagt, sei und sie sind geworden. Aber wusstet ihr, dass Jesus und Adam genau 25 Mal im Koran erwähnt werden? Beide. Das ist schon mal krass, aber es wird krasser. Von der Reihenfolge her wird Adam das siebte Mal genau in dem Vers erwähnt. Nicht nur Adam, auch Jesus wird das siebte Mal hier erwähnt. Und nach der Reihenfolge, das 19. Mal, wo beide erwähnt wurden, ist in der Sura Maryam. Sura 19 redet doch über die Geburt von Jesus. Das Krasse ist, die Geschichte von Jesus fängt hier an und wird genau mit 19 Versen beschrieben. Es gibt aber noch viel mehr dazu. Kommentiert für Part 2. Wieso der Islam die einzig wahre Religion ist. Das menschliche Gehirn ist sehr vielfältig und komplex aufgebaut. Das Hirn gibt der Wissenschaft heute noch sehr viele Rätsel. Man weiß aber, was sich im Hirn abspielt, wenn eine Person lügt. Der vordere Teil des Hirns nennt sich der präfrontale Kortex. Dieser Teil des Hirns ist fürs Lügen verantwortlich. Das heißt, wenn jemand lügt, verwendet er den vorderen Teil des Hirns. Sura 96. Siehst du nicht, wenn er lügt, wenn er die Botschaft als Lüge erklärt? Im nächsten Vers steht, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Das heißt, weiß er nicht, dass Allah ihn sehen kann? Aber jetzt kommt das Interessante. كَلَّا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ.
Ungefähre Übersetzung: Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn von seiner Stirn packen und ziehen. Gleich danach Nersia Tin Kediba. Eine lügnerische Stirn. Das heißt, wir packen ihn von seiner lügnerischen Stirn. Warum würde Allah sowas sagen? Damals hat man nicht gewusst, was damit gemeint ist, aber schaut euch das jetzt an. So ein krasses Wunder. Und das soll sich ein simpler Mann ausgedichtet haben, der nicht einmal irgendwas davon gewonnen hat. Alaikum salam. Wunder im Koran, die euch faszinieren werden. Jeder von euch weiß, dass auf der Erde mehr Wasser ist als am Land. Um genauer zu sein, 71% Wasser und 29% Land. Was, wenn ich euch sage, dass das Wort Meer im ganzen Koran 32 Mal erwähnt wurde? Und das Wort Land 13 Mal. Jetzt denkt ihr euch, was will ich damit sagen? Wenn man diese Zahlen in Prozenten ausdrückt, erhält man 71% Meer und 29% Land. Der genaue Prozentanteil der heutigen Erde. Ich möchte nochmal betonen, dass der Koran an speziellen Situationen offenbart wurde von einer Person, die weder lesen noch schreiben konnte. Ich zeige euch noch was Krasses. Das Wort Tag kommt im ganzen Koran 365 Mal vor. Und wie viele Tage hat ein Jahr? Und das Wort Monat wurde 12 Mal erwähnt. Ignoriert es nicht, bitte wacht auf, bevor es zu spät ist. Schickt es einem Freund, damit ihr auch belohnt werdet, inshallah. Noch was Krasses, Tage wurden 30 Mal erwähnt, 30 Tage sind ein Monat. Zählt irgendjemand von euch, wie oft etwas erwähnt wurde, wenn er einen Aufsatz schreibt? Deswegen bitte wacht auf, bevor es zu spät ist und teilt. Wunder im Koran, die euch schockieren werden. Es gibt ein Wort, es heißt Netawafayennek. Dieses Wort bedeutet sowas wie, wir nehmen dein Leben weg. Allah spricht damit unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Dieses Wort kommt im ganzen Koran genau dreimal vor und genau dreimal spricht Allah unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam damit an. Ich betone, dreimal. Einmal in der Sura 40, einmal in Sura 13 und einmal in Sura 10. Leute, jetzt kommt das Krasseste. Was ergibt die Summe von den Suren, also 40, 10 und 13? Genau 63. Allah spricht über den Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und 63 Jahre lang hat unser Prophet gelebt. Stellt euch das mal vor. Da kann man nichts anderes außer staunen. Wie soll man sowas leugnen? Natürlich wird es noch Leute geben, die sagen, es ist Zufall. Jetzt gebe ich euch etwas. Wenn ihr jetzt noch sagt, es ist Zufall, dann verabschiede ich mich. 40, 30 und 10. 10 ist die Zeitspanne unseres Propheten in Medina. 13 ist die Zeitspanne unseres Propheten in Mekka. Und 40 Jahre ist die Zeitspanne...